zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe hier die XXL-Dinosaurier-Tüte mit hier Comics, Fakten und Spaß zum Sparpreis von 5,99 ist die Nummer 1. Und Splash, Swoosh, zwei Extras und zwei Magazine. Und die Tüte ist richtig, richtig dick, also wirklich XXL im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr cool. Hab ich tierisch Lust drauf, das jetzt auszupacken, auch wenn ich hier schon wieder diese elendliche Nachtsichtbrille sehe, die nichts bringt. Hier ein leuchtenden Glow in the Dark Triceratops. Sehr cool. Dann haben wir hier eine Wasserspritzpistole. Wir haben hier eine Pfeilpistole und wir haben hier auch noch einen Speer. Ja, mit dem Speer auf Dinosaurierjagd. Und ich denke, hier sind auch die Dinosaurier-Magazine drin. Die kennt man ja, die Konkurrenz zu Raw Dinosaurs. Ihr wisst Bescheid. Ja, was haben wir auf der Rückseite drauf? Ja, genau das Gleiche. Darum, ich bin extrem gespannt, was wir hier drin finden. Habt ihr Lust drauf? Ja, dann bleibt dabei und lasst uns das zusammen auspacken. Dinosaurier gehen eigentlich immer. Nur schade, dass meistens bei diesen Heften keine Dinosaurier dabei sind, ja? Es sei denn, ein Skelett oder so. Das ist auch immer gut. Wie auch immer, lasst uns gucken, was wir hier drin finden. So sieht's aus. Jo, und ich ahne, Freunde. So, das hier ist die erste Ausgabe mit Werbung hinten drauf. Revell. Die Dinos als 3D-Passe sind aber, glaube ich, aus Karton. Aber was sie hier gemacht haben, ist eigentlich echt cool. Wenn mir das jemand schenken würde, würde ich tatsächlich mal zusammenpuzzeln. Extra kaufen, da geht mein Geld für zu viele Figuren raus. Aber ich würde es, glaube ich, schon mal gerne probieren zu puzzeln. So, hier haben wir was Großes vorne drauf. Und das Ding habe ich noch gar nicht allzu lange hier ausgepackt, meine ich. Ja, ein Dinosaurier-Shooter und ein Ninjago. Boostertüte ist auch noch mit drauf. Komm, mach ich mal ganz schnell weg. Und wir schauen uns das selbstverständlich gleich auch noch an. Sowohl die Karten als auch die Pistole. Mal gucken, wie gut die schießt. Aber die letzte, meine ich, war cool. Ist es nicht mit so einem Rückziehteil? Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, noch gar nicht lange her. So, Lego Ninjago schauen wir uns auch an. Hier haben wir den Ceratosaurus vorne drauf. Sehr spektakuläres Cover, wie eigentlich in jeder Ausgabe. Neue Sammelserie, Dino Gangs, Urzeitmonster und News. Das hier war oder ist die Nummer 6, 4,99, ist also schon ein Weilchen her. Und bei den Dino Gangs haben wir die Iguanodonten drin. Plus Vorfahren des T-Rex. Hier, Dino Days, ich schmeiß mich weg. Das haben wir angeschaut, selbstverständlich. Ich habe ein extra Video gemacht. Und 2022. Okay, ja, da waren wieder coole Geschichten drin. Figuren zu Jurassic World, Dinosaurier-Wortsuche. Übrigens, die Funko-Dinos haben mir gut gefallen. Und jetzt kommt, glaube ich, eine Dreier-Serie mit so fossilen Dinosauriern aus Jurassic World, aber in 3D. Ja, einfach die Viecher in 3D, aber fossil. Die gefallen mir recht gut. Mal gucken, wenn ich die irgendwie, wenn ich da günstig drankomme, dann werde ich mir die holen, weil die finde ich absolut reizvoll. Okay, also, das hatten wir uns angeschaut. Dann gucken wir hier nochmal ins Heft. Hallo Urzeitfan, wusstest du, dass auch in deiner Nähe vor vielen Millionen Jahren Dinosaurier lebten? Aber hallo? Hier sitzt einer. In diesem Heft erfährst du alles über bissige Nachbarn, fliegende Räuber und meine coolen Vorfahren. Viel Spaß. So, hier, wer frisst hier gleich wen? Der Confractosuchus Sauroctonus, was zu Deutsch heißt zersplitterter Saurierkiller. Wow, was für ein Name, boah. Lebte vor 95 Millionen Jahren, wurde 2,5 Meter lang, Gewicht unbekannt. Und hier haben wir den Mutaburrasaurus. Lebte vor 112 bis 95 Millionen Jahren, Länge 8 Meter, Gewicht 2,8 Tonnen. Ja, dann haben wir es ja definitiv mit einem Jungtier zu tun, wenn man anguckt, wie groß der Saurierkiller hier ist, ne? Naja, wenn das kleine Pech hat,
hat er's halt gefressen, ne? Was willst du machen? Ja, und hier geht's gleich weiter. Ceratosaurus gehörnter Vielfraß. Ist genauso wie der Rupisaurus Rex. Ich glaube, der hat noch mehr gefressen wie der, ne? Vor allem Harry Potter Fruchtgummis, die es gerade gab. Die waren saulecker. Echt, die waren richtig, richtig lecker. So, dann Dinos aus Deutschland. Compsognathus, Iguanodon. Plateosaurus, Allosaurus, wuhu, einer meiner Lieblingssaurier, Europasaurus und Troodon. Und hier sind übrigens die ganzen Fundorte über Deutschland verteilt. Also auch ein sehr, sehr interessanter Bericht, ne, was man bei uns schon alles gefunden hat. Nur kein Rupisaurus Rex, das ist halt, ich warte immer drauf. Ne? Irgendwann wird man ihn finden. So, pfeilschnelles Gewehr mit Munition. Wie zielsicher bist du? Finde es jetzt heraus, schnapp dir dein Extra und beweise deine Genauigkeit im Dino-steigenden Zielspiel. Und ich sag euch was, wir werden gleich Jagd auf einen Spinosaurus machen. Ich habe hier einen Spinosaurus und ja, nicht, dass der mir hier meine Harry Potter Gummibärchen wegfrisst, ja? Also wir müssen ihn jagen. Das ist komplett bescheuert, aber wir machen's. So, dann komm. Pterosaurier, Räuber der Lüfte, auch super cool. So, ich gehe mal hier zur Heftmitte, denn hier haben wir ja wieder Poster drin. Hier sind übrigens die Dino-Gangs, Dinosaurier. Und hier, na, das sieht mir doch fast aus wie ein Velociraptor. Ja, mit gefiederten Armen und einer flotten Bürstenschnittfrisur. So sieht's aus, heizt hier durch die Großstadt. Ha, cool. Und hier haben wir noch einen Carnotaurus. Ah, ich glaube, da würde mir die Seite fast ein bisschen besser gefallen. Ist sau cool, das Vieh. Gut, dann haben wir hier noch das Comic von Dinogate. Und was hatten wir als Vorschau? Gar nichts. Nee, gibt keine Vorschau. Nö. Gut, also, dann war es das auf jeden Fall zu diesem Magazin hier. Und ich kann es ja immer wieder sagen, wären hier nicht immer nur Waffen drin oder sonstiger Schnickschnack, ich find's gut, ich würde es kaufen. Ich meine, eigentlich sollte man ja die Magazine eh wegen den Magazinen kaufen und nicht wegen den Beilagen. Zu meiner Kindheit gab's ja nicht mal Beilagen. Doch, als Yps kam, da gab's dann plötzlich Beilagen in solchen Magazinen. Ne? Vorher nix, du hast die Hefte wegen den Heften gekauft und nicht wegen den Gimmicks. Ne? Aber wären da Dinos dabei, wäre das mein Magazin, definitiv. So, und jetzt glaube ich, habe ich beim Auspacken schon was gespürt. Hier ist die nächste Ausgabe und wir haben hier wieder Sammelkarten und den Triceratops. Das Triceratops-Skelett, 30 cm, 11 Knochen. Ne, in Wirklichkeit hatte er mehr, so sieht's aus. Und hier ist, hier ist eine Karte mit dabei. Eine limitierte Lego-Karte zu Jurassic World, wie es aussieht. Ne, mit Goldrand, ist aber auch schon angeknickst. Das kriegt keine gute Note, ne, aber ist ja wurscht. Ich mach das mal weg. Oh, das klebt wie Harry. Junge, also ja, da reißt auch das Heft ein. Aber ich mache den Kleber hier mal weg, denn ich gebe so Sachen dann immer weiter an wissbegierige kleine Dino-Forscher, ja, die das auch sehr, sehr, sehr interessiert. So kann man Leute glücklich machen, oder? Und die freuen sich über die Hefte. Ja, Kärtchen kriegen sie auch noch mit dazu. Da geht's dann wieder rund mit dem jungen Hund. Also, Karte. Und das hier schauen wir uns gleich an. Wobei ich den hier, glaube ich, schon gefühlt 50.000 Mal ausgepackt und zusammengebaut habe. Oder ist es nicht so? Mal gucken, was er für eine Farbe hat. Ist es dieses grüne Material oder hat es eher so Knochenfarben? Das wird mich interessieren. Darum schauen wir da rein. So, hier ist auch ein Triceratops drauf. Der dreihörnige Koloss. Und dieses Mal haben wir Abelisaurier bei den Dino-Gangs mit drin. Da gibt es auch noch ein stürmisches Abenteuer mit Dino-Gate. Okay, hallo Zeitfan. Warum ich so kleine Augen hatte, in diesem Heft erfährst du es. Habe ich auch schon ausgepackt. Ich glaube, ich hatte das Heft auch schon, oder? Großer Dino, kleine Klubscher, damit ich dich besser fressen kann. So sieht's aus. Tyrannosaurus Rex, König der Tyrannenechsen, lebte vor 68 bis 66 Millionen Jahren, war 13 Meter lang und wog 9 Tonnen. Also doch noch ein bisschen mehr wie ich. Ne? Dann haben wir hier den Triceratops, der dreihörnige Koloss. Der Pflanzenfresser mit dem runden Nackenschild und den drei Hörnern gehörte zu den bekanntesten Dinosaurier. Hier erfährst du alles, was du über ihn wissen musst. War so lang wie 5 Fahrräder. Wog 12 Tonnen, 2, 4, 6, 8 Autos. Ja, ne? Der Trizi,
Ja, genau, Kleingröße am größten. Das Magazin findet ihr als Einzelreview auf meinem Kanal. Das haben wir besprochen. Ist so. So, dann gehe ich hier wieder ganz schnell zur Heftmitte. Und hier haben wir einen T-Rex von einem ausbrechenden Vulkan. Und was hatten wir hier noch drauf? Wir hatten hier noch einen Spinosaurus, auch cool. Der sieht aber extrem aus wie der von Papo, oder? Das ist so ein typischer Papo-Spinosaurus. Bis heute ein cooles Teil, muss man wirklich sagen. So, dann hatten wir hier Mayungasaurus und Co., die Abelisauridae. Und noch vieles, vieles Wissenswertes mehr. Berühmte Dino-Fundstellen, auch interessant, sehr cool. So, dann kommt hier wieder das Comic mit einem toten Pflanzenfresser. Du liebe Zeit. Und gab's hier eine Vorschau? Ja, aber nicht, was drin war. Hier, Tarbosaurus. Und Werbung für die Raw Dinosaurs von Schleich. Okay, also das war's zu diesem Magazin. Also ich hatte hier einmal die Nummer 8 für 4,99 und einmal die Nummer 6 ebenfalls 4,99. So, jetzt schauen wir mal alles an, was wir hier drin haben. Los geht's hier mit dieser Karte. Das hier ist die Hungrige Echo Limited Edition. Ist limitiert, aber leider komplett zerquetscht. Die Karte, die ist gar nichts mehr wert im Sammlerbereich. Aber Kids werden sich auf jeden Fall freuen, weil es ist eine coole Glitzerkarte. Das haben sie schon toll gemacht, wie ich finde. Als nächstes haben wir hier die Lego Ninjago Karten, die Sammelkarten Geheimnis der Tiefe, Next Level. So, lasst uns gleich da reinschauen. Übrigens hier, ne, 100, was nur 126 Karten? Das geht ja noch. Allerdings Serie 7, ne? Dann ist es zusammengesehen doch ein Haufen Zeug, ne? So, was finden wir hier in diesem Booster? Wie rum fange ich an? So rum, Lirum, Larum. Ah, ich glaube, hinten ist die Glitzerkarte. Also, es geht los hier mit Überschwemmung. Du liebe Zeit. Das ist eine Aktionskarte. Als nächstes haben wir hier Nachforschungen. Ebenfalls eine Aktionskarte. Dann, was haben wir hier? Noch eine Charakterkarte. Jawohl. Erfahrenes Duo Lloyd und Jay in Blau und Grün mit seinem Katana in der Hand. Sehr schön. Dann haben wir hier Starker Legacy Zane in Gold und Weiß mit einem grauen Dez. Sehr schick. Und dann haben wir hier noch eine Glitzerkarte. Die ist auch cool. Ultra Tiefsee Vojira. Wird diese ausgesprochen? Ist es so eine Seeschlange oder ein Seedrachen? Also auf jeden Fall, Junge, das sieht aus wie ein Gewitter unter Wasser, oder? Ist ja krass. Sieht klasse aus. Das jagt hier so wie Blitze über die Karte. Sehr, sehr, sehr stark. Also, das hatte ich jetzt hier auch noch mit drin. Ihr wisst, falls ihr so ein Magazin auch kauft, habt ihr garantiert andere Karten drin. Das ist, glaube ich, random immer zusammengefügt. So, dann haben wir hier den Triceratops. Leuchtet im Dunkeln. Das schauen wir uns an. Bin mal gespannt, wie gut. Schneide ich einfach hier oben auf. Und wer hier mal alles auf den Tisch. Ja, ist grün. Ist grün. Ihr wisst ja, wie die Dinger zusammengebaut werden, oder? Aber ich mache es jetzt trotzdem schnell. Hier haben wir das Gerippe mit dem Becken. Hier haben wir die Wirbelsäule. Vorne, wo das Runde ist, ist immer der Kopf. Und das Teil müssen wir hinten dran stecken. Es löst sich nur leider allzu gern wieder. Und sehr, sehr, sehr schnell. Muss man also ganz feste zusammendrücken. Und damit meine ich echt wirklich, wirklich richtig, richtig fest. Sonst knallt euch das wieder auseinander. So, dann machen wir das Gerippe dran. Das hier ist hinten. Das ist das Becken. Das heißt, das kommt hier in eins dieser Löcher rein. Ich denke so rum und meistens stimmt die Krümmung mit dem, nicht mit der Wirbelsäule überein. Ne? Genau, so ist es auch hier. Seht ihr, es rutscht automatisch immer wieder raus. Ist echt blöd. Also wenn ihr das macht und euch gefällt das Skelett und ihr wollt es aufstellen, Tipp, klebt es gleich zusammen. Klebt es zusammen. So, hier das andere Teil, das müssen wir jetzt in die zwei übrig gebliebenen Löcher reinstecken. So, einmal. Und hier hat es das Ding schon abgebrochen. Seht ihr das? Das ist hier schon abgebrochen. Oh, fail. Fail. Das ist schon weg. Also es hält schon gar nicht mehr. Ja, also kann ich es gleich von weg machen. Dann hält es nur noch hier vorne. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Aber es hält ja hier hinten, Gott sei Dank, durch die Hinterbeine, die ihr hier auch noch reinsteckt. Das hier sind die Hinterbeine. Einfach hier durch dieses Loch durchstecken. So.
ich muss es halten und dann machen wir dieses Bein hier gleich dagegen. Auch gleich so reinstecken und feste drücken. Seht ihr das? Dann sind die Beine hier hinten drin. Wunderbar. Und die gehen hier so über Kreuz. Das zeigt euch, dass das ganz billig ist. Es gibt auch bessere von diesen Skeletten. Ja? So, dann hält wenigstens mal dieser Teil an dem Skelett, aber es ist schon sehr fragil. Fällt euch auch relativ schnell wieder auseinander. So, das Becken hier unten müssen wir auch noch zusammenklipsen. So, damit es eine Spitze ist. Seht ihr das? So. Dann haben wir hier natürlich die Vorderbeine mit den Schulterknochen dran. Die kommen einfach hier rein. So. Hier ist schon wieder rausgegangen. Seht ihr das? Das ist halt, es ist so ein Billigscheiß. Schade. Schade, dass man immer die ganz billigen Sachen nimmt. Ah ja. So, dann kommt das hier rein. Okay. Und dann kann er doch wenigstens schon mal stehen. Unser Triceratops, ne? Jetzt fehlt nur noch der Kopf und der Unterkiefer. Ich empfehle euch, macht erstmal die beiden Kopfhälften hier dran an die Kugel. Hier kommt die Kugel rein, hier, zack, und das zusammendrücken, feste, so, alles klar. Und jetzt ganz zum Schluss machen wir den Unterkiefer noch rein. Boah, das Ding ist so verzogen, das ist der Hammer. Ich muss aufpassen, dass es hier nicht gleich wieder auseinanderbricht. So, jetzt kommt der Unterkiefer rein und der ist auch sehr suboptimal, denn wir haben jetzt den Kopf zusammengeschoben und der Unterkiefer wird jetzt hier unten reingeklemmt und der drückt es ja wieder auseinander. Wisst ihr, was ich meine? Also da gibt es schon wertigere Geschichten. Aber ja, komm, es ist eine Heftbeilage, ja? So, jetzt mache ich den Unterkiefer hier noch dran und hoffe, dass es mir nicht gleich auseinanderfliegt. Nee, ist okay. So, Triceratops fertig. So sieht's aus. Es ist cool, gab's auch schon zu meiner Kindheit. Da kann man schon Spaß mit haben, ja. Schöner wäre es halt, wenn der Kopf richtig halten würde. Aber er wackelt hier ziemlich leicht rum. Wenn er den mal posiert, dann wird er nach einer gewissen Zeit X wieder runterkippen. Ihr könnt das Maul schließen, ihr könnt das Maul auch öffnen, so wie es euch am besten gefällt. Ja, und jetzt gucken wir uns natürlich an, wie gut der Kollege hier im Dunkeln leuchtet. So, dazu hole ich wieder mal UV-Lämpchen. Ei, sicher, das ist ein UV-Lämpchen. Ei, guck, ich knipse es an. Zack, jetzt leuchtet es immer mal die Lichter hier aus. Zack, so. Er leuchtet schon, ihr seht es natürlich nicht. Ich leuchte ihn mal an. Und so wie ihr es jetzt hier seht, so leuchtet er tatsächlich im Dunkeln. Ne? Ich halte ein bisschen drauf, damit sich das Material hier auflädt. Und mal gucken, ob die Kamera ein bisschen was einfangen kann. Also Achtung, ja, oh doch, das leuchtet gut. Seht ihr das? Das kann man sehen. Warte mal, ich hole ein bisschen weiter her, ein bisschen näher her. So, und wenn ich jetzt nochmal feste drauf leuchte und gehe mit der Lampe weg, dann seht ihr das Leuchten. Hier, guck mal. Wow, sehr gut, ne? Aber die Kamera fängt es halt nicht wirklich gut ein. Aber glaubt mir, das UV-Licht, so wie es jetzt hier auf diesen Triceratops draufstrahlt, so leuchtet der tatsächlich im Dunkeln. Hat so einen grünlichen Schimmer. Ihr kennt's ja, ne? Komm, was soll ich da groß erklären? Das weiß man ganz einfach. Also, super cool. Der Leuchteffekt ist definitiv gegeben. Das ist ein cooles Teil. Und es ist auch nicht schwer zum Zusammenbauen. Man muss halt ein bisschen drücken. Aber was willst du machen, wenn dir solche Klemmeffekte abbrechen? Ich sag ja, nimm einen Bastelkleber mit dazu, kleb das Ding richtig zusammen, stell's auf und hab Spaß. Ansonsten fliegt dir das Allfurz wieder auseinander. Ne? So, jetzt nochmal. Hier seht ihr ihn. Der im Dunkeln leuchtende Triceratops. So sieht's aus. So, und wisst ihr was? Spinosaurus ist gerade on Tour, aber was ich hier neben mir habe, ist der Tyrannosaurus Rex und den werden wir jetzt heute jagen. Ne? Spinosaurus fällt aus, sorry, lässt sich entschuldigen, liegt hinterm Tisch, ich bin zu faul aufzustehen. Und um die ganzen Lampen hier rumlaufen, jetzt nehmen wir halt den Kollegen. Kann er überhaupt noch stehen? Oh, ich muss die Beine ein bisschen zurechtbiegen, dann steht er auch gleich, ja. So, jetzt geht's jetzt oder fällt er um? Nee, ich glaube, er fällt gleich um. Oh, Junge, du bist aber echt schwach auf der Lunge, oder? Du bist aber echt schwach. Oh, lieber nochmal ganz schnell ein bisschen biegen. So, wunderbar. Und jetzt gucke ich mal, ob wir den treffen. Hier ist unsere
Ja, was ist das? Unsere Wumme halt, ne? Pistole, Gewehr, ich glaube, das ist eher ein Gewehr, oder? Mit Dartpfeilen am Start. Und das Ding, meine ich, hätte beim letzten Mal recht gut geschossen. Also ist neongrün das Ganze. Hier oben ist ein angedeutetes Fernrohr. Hier ist ein Aufkleber von unserem Magazin. Das hier wäre die Sicherung, die natürlich nicht funktioniert. Hier haben wir den Abzug. Und ich glaube, wenn wir das hier nach hinten machen, dann ist es gespannt. So sieht's aus. So, jetzt haben wir hier einen Dart. Der wird hier vorne reingesteckt. Wunderbar. Und jetzt ist das Ding hier geladen. Jetzt kommt T-Rex ins Spiel. Pfeil ist rot. T-Rex ist rot. Tja. So, da steht er. Da steht er. Und will mir die Gummibärchen klauen. Das heißt, wir müssen ganz schnell anlegen. Und ein eh schon ausgestorbenes Viech abknallen. So sieht's aus. Mal gucken, ob ich ihn triff. Schützenliesel wieder am Start. Ihr wisst Bescheid. 3, 2, 1 und... Wow! Er steht! Er steht! Voll getroffen an der Birne, aber er steht. Wahnsinn. Gleich nochmal laden. Boah. Neu anlegen. Und vielleicht am Schwänzchen oder am Köpfchen. Wo würdet ihr hinschießen? Headshot, ne? Jesus Gott, ist ja fast wieder FSK 18 hier. Achtung. 3, 2, 1 und... Oh, voll drüber. Oh mein Gott, Schützenliesel versagt auf ganzer Linie. Oh, komm, letzter Versuch nochmal aufs Köpfchen. Aber Schwänzchen ist schwieriger. Ah, komm, ich baller. 2, 3, 1 und... Ich hab's, ihr habt's. Das Ding ist cool. So, und ein Dart ist hier abgeprallt. Also gleich nochmal laden, reinstecken. Da schauen wir mal, wie weit es tatsächlich schießt. Und? Oh, ja. 2,5 Meter. Keine 3 Meter. Okay? Also zumindest nicht meine. Ja, also es ist eine nette Dreingabe, aber es ist halt schon wieder eine Waffe. Ne? Ja, fällt von alleine um. Das ist halt... Wären Dinos dabei, wird es mir mehr Spaß machen. Selbst mit so einem Skelett. Ich meine, es ist halt ein Dino-Magazin. Ja, bietet sich doch an. Haut doch da ein paar Billig-Dinos rein. Mann. Also, das war die XXL-Dinosaurier-Action-Tüte zum Sparpreis von 5,99. Die Nummer 1 Comics, Fakten und ganz viel Spaß und 2 Extras plus 2 Magazine. Eigentlich waren es mehr Extras. Also das hier ist mehr als fair. Ich hatte hier die Nummer 6. Ich hatte hier die Nummer 8. Wir haben diesen Glow-in-the-Dark Triceratops. Der ist super. Wir haben dieses Gewehr mit 3 Dartpfeilen. Hat auch Spaß gemacht. Dann hatten wir hier die Lego Ninjago Karten. 5 Stück. Und wir hatten noch diese Limited Edition Karte zu Lego Jurassic World. Ne? So sieht's aus. Also, all das in dieser Wundertüte. Ich fand's cool. Da gibt's von mir definitiv einen Daumen nach oben. Kann man nichts falsch machen, wenn man mit vielen Dinos-Fakten Spaß hat und auch so ein paar Gimmicks random halt. Von dem her. Also, dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay! Yeah.